Hier war ja auch nichts, ne? Nee. Okay. Na, mach ja. Zack. Okay. Wir sind da. Motto muss sein. Soll sich ja niemand am atomaren Müll vergreifen hier. Okay, ich brauch noch wieder was anderes. Etwas, das auch auf Reichweite funktioniert. Ist aber schön, dass die auch so ortsgetrennt bleiben, die Gegner. So, irgendjemand? Nein? Gut, wir haben es geschafft. Das schaffe ich nicht mehr. Geh lieber ohne mich weiter. Ja, von mir aus. Bleib hier. So, ich weiß bloß nicht mehr, wo wir... Ach ja, ich glaube, das war genau... Ich glaube, genau an dieser Stelle habe ich beim letzten Mal unheimlich verwirrt... bin ich hier unheimlich verwirrt rumgerannt, weil ich absolut keine Ahnung hatte, was ich tun soll. Und ich glaube, wir haben den Abschnitt nämlich abgeschlossen, wir müssen woanders hin. Ich glaube, das war hier drüben irgendwie, kann es sein? Hier waren wir jetzt noch gar nicht. Okay, hier war es nicht. Aber ich glaube, wir müssen irgendwo hier drüben hin. Ja, natürlich. Diese Geräusche. Hauptenergieversorgung ist nicht eingeschaltet. Doch. Natürlich ist sie das. Ist nicht eingeschaltet. Ich hab die doch eingeschaltet, oder? Ah, fuck. Wo war denn das? Ich weiß es nicht mehr so genau. Oh, hallo. Ach, ich erinnere mich. Glaube ich. Ja, genau, machen wir hier kaputt. Schaffst du es noch? Moppel! Ich weiß nicht, wie du wieder auf die andere Seite des Tors gekommen bist, aber... Wieso ist hier eigentlich ein Tor? Mal ehrlich, wieso steht hier ein Tor? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier ein Tor gestanden hat. Ah! Kannst du das nicht einbrechen? Komm schon, gib dir Mühe! Sympathisches Kerlchen. Aber ich weiß echt gar nicht, wieso hier ein Tor ist. Der war doch vorhin, der ist doch vorhin hier frei rumgelaufen, oder? Da komme ich ja auch nicht durch. Oder? Komm ich hier drüber? Nee. Ich bin der Meinung, dieses Tor war offen und genau dort müssen wir jetzt hin. Habe ich das aus Versehen irgendwie zugemacht? Scheiße. So. Können wir hier irgendwas bedienen? Nee. An der Wand ist auch kein Schalter. Hilf mir! Hilf mir! Kumpel. Ach, fick dich doch. Okay, das war nur dafür. Oh, jetzt häng ich wieder an der Stelle. Das gibt's ja gar nicht. Diesmal aus einem viel banaleren Grund. Weil einfach ein Tor im Weg ist. Geht das so auf mit? Nee. Hinten hat man es ja so ein bisschen im Blick. Aber ich weiß nicht so richtig, wie man das da wegkriegt. Wie geht dieses Tor auf? Können wir das jemand sagen? Ich glaube, ich mache eine kleine Unterbrechung der Aufnahme an der Stelle und ich suche mal ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Tor war. Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Aber wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich die Lösung habe. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mal ein bisschen lesen müssen. Das ist ein Bug, der hier gerade aufgetreten ist. Da ich ja keine Ahnung von Half-Life habe, ich habe gelesen, dass das wohl einer der häufigsten Bugs mit sein soll, die bei Half-Life vorkommen. Und zwar geht dieses Tor immer zu, also wir sehen ja jetzt, es ist offen, dieses Tor geht immer zu, sobald wir den Generator aktivieren. Es gibt aber eine Lösung, habe zum Glück bei jemandem gelesen, der dasselbe Problem hatte, der ist dann drauf gekommen. Und zwar
müssen wir den Generator von den Kisten befreien, aber dann nicht auf den Knopf drücken. Jetzt steht eigentlich überall da, wie hier, Track Power Off. Seltsamerweise geht es trotzdem. So, und deswegen würde ich sagen, wagen wir uns einfach mal darüber. Wir müssen nämlich genau dort durch, denn dort steht der Generator, den wir anwerfen müssen. Und ohne den Generator können wir das da nicht benutzen, dieses Maschinchen. Und ohne das Maschinchen können wir hinten nicht diese Barrikade einreißen. Das heißt, es würde schon gehen, wir bräuchten Minen dazu. Aber wir brauchen den Wagen danach. So, deswegen würde ich sagen, ab geht's. Also irgendwie, das habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Das ist, also, bis zu der Stelle hatte ich es ja schon mal gespielt in der letzten Aufnahmesession. Da hatte ich das nicht. Da ging es ohne Probleme weiter. So, dann werfen wir einfach mal hier den Generator an. Ah! Und schauen uns das Spektakel an. Denn der Generator erledigt den Rest für uns, auch wenn wir jetzt ordentlich Schaden kassiert haben gerade. Das war's. Mehr ist es nicht. Wir müssen nur den Generator zum Laufen bringen und dann macht Nikola Tesla den Rest für uns. So, ich gucke jetzt mal kurz nach hier, ob wir noch was kriegen können. Ja, und damit läuft dann auch die Maschine. Sollte zumindest. Schauen mal. Oh, ja, ich sehe es schon. Wir verlieren schon Leben, wenn wir hier drauf kommen. Okay, die Gleise stehen also unter Strom, unter Spannung. Ich würde nur noch mal ganz kurz Leben auf Tank gehen. So, drüben gab es keins, ne? Ja, der sagt gar nichts mehr. Jetzt ist auch Track Power on. Ach, siehst du mal, das zeigt danach erst on an, okay. Okay, ich hätte die Maschine schon mal vorfahren können, so Mist. Muss ich dann nochmal hier hin, so scheiße. Ach, Typ, Leitern, schrecklich. Du musst mich nur verarschen. So, na toll. Jetzt muss ich natürlich ein ganzes Stück hier nochmal sinnlos weg hinter mich bringen, weil ich einfach nur Leben brauche. Ist das nicht schrecklich? Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, unser Leben noch ein bisschen aufzuladen, dann will ich das natürlich auch wahrnehmen. Wäre ja blöd, wenn man das jetzt einfach so... Warum sind hier immer noch diese Geräusche? Ich dachte, die kommen von den Biesten. Wäre ja blöd, wenn wir das außen vor lassen würden. So, das reicht aber auch 98, denke ich. Jetzt extra nochmal in den Fahrstuhl runterzufahren, ist, glaube ich, dann ein bisschen übertrieben. Könnte ich sauer werden! Die ganze Einrichtung hier kaputt machen. So. Dann also auf zu neuen Gefilden. Das mit dem Bug ist echt blöd. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich machen soll. Auf die Idee, das Ding da nicht zu drücken, den Knopf, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Eigentlich muss man ihn natürlich schon drücken. Also das ist irgendwie sehr, sehr kurios. So, wir müssen nochmal hier... Halt nicht auf die Gleise. So, wir fahren mal die paar Meter vor. Und dann müssen wir sowieso nochmal da hoch, um unsere Kiste zu drehen. War denn das hier, oder? Nee, Quatsch. So verwirrt bin ich. Halt. Ich musste gerade meinen Kopfhörer richten, deswegen war ich gerade mit der anderen Hand nicht an der Tastatur. Okay. Willst du nicht mitkommen? Ach komm, fick dich. Kann ich eh nicht leiden. So. Ah, verdammt, ich stehe schon wieder auf den Gleisen. Ich bin so dumm, jetzt habe ich wieder mein Leben verbraten. Ach Mann, das ist doch nicht zu glauben. Egal, wir haben es geschafft, speichern. Und dann ab durch die Barrikade. Geronimo! Bams! Wunderbar. So, denn wir brauchen dieses Maschinchen, dieses Wägelchen, da wir gleich über die Gleise uns fortbewegen. Komm, ich hab auf dich gewartet. Einer von deinen Wissenschaftlerkumpels hat gesagt, ich soll dir was ausrichten. Du sollst das alte Schienensystem rauf zu irgend so einer Art von Satellitentransportrakete nehmen. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Und der Typ hat es so eilig, hier heil rauszukommen, dass er es mir nicht gesagt hat. Auf jeden Fall hat das Militär den Start abgebrochen. Wenn du die Rakete also findest,
musste in den Kontrollraum rauf und sie selbst starten. Er sagte was in der Richtung, dass ein Lambda-Team den Satelliten in einer Umlaufbahn braucht, wenn wir aus dem Schlamassel hier jemals wieder rauskommen wollen. Okay, wir wissen also endlich, was wir tun sollen. Erstmal den Schrank hochmachen. Stell dich auf die Gleise, genau, das ist die richtige Variante. Da. Nehmen wir dich mit, ist auch okay. Ich glaube, das war's für ihn. Gut, ich räume erstmal ein bisschen hier auf. So. Damit wir hier ungefährdet drauf fahren können. Oh! Wir wissen also endlich, was wir tun müssen. Wir müssen die Rakete mit dem Satelliten zum Laufen bringen. Und dafür müssen wir erstmal die Abschussstation finden. Wofür der Satellit... Halt! Wofür der Satellit da ist, wissen wir jetzt noch nicht, aber das werden wir noch rausfinden. So, schnell durch. Und willkommen auf dem Schienensystem. Schnell durch. Gut. Wir sehen schon, hier ist dieses Maschinchen sehr wichtig, sehr gut, sehr praktisch. Okay, können wir die Weichen... Doch, wir müssen die Weichen, glaube ich, manuell umstellen. Ruhig bleiben. So, ich will noch mal ganz kurz hier das einsammeln. Jetzt auf 15%. Das wollen wir natürlich nicht verkommen lassen hier. Wir sehen schon, hier wäre es äußerst ungünstig gewesen, einfach so lang zu krebsen. So, ich gehe aber mal hier am... Ah, nicht doch. Hier am Rand lang. Das mit dem am Rand hat super geklappt. Ich bin ein totaler Held. Und das für nichts oder so gut wie nichts. Bleibst du wohl auf dem Rand. Okay. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ich weiß nicht mehr, wie das hier war mit dem Schienensystem. Also hier hatte ich noch gespielt. Ich bin... Kann ich da durch? Nee, natürlich nicht. Nicht doch. Ich bin in der Aufnahme, die damals nichts geworden ist, bin ich bis zur Rakete hingekommen. Aber nicht bis zur Abschussstation. Komm, fick dich. Ich bin bis zur Rakete gekommen, aber nicht bis zur Abschussstation. Genau, und ich will eigentlich heute noch ein bisschen weiterspielen. Auch wenn ich natürlich nicht mehr viel weiß, weil es schon über ein Jahr her ist, dass ich das gespielt habe. Aber ich möchte trotzdem mal was anderes, was Neues erleben heute sozusagen. Was, das ich noch wirklich gar nicht gesehen habe. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo wir hinfahren und weiß nicht, ob das richtig ist. Aber wir nehmen das einfach mal mit. So, haben wir die auch? Oh, hallo. So eine Munitionsverschwendung hier. Unglaublich. Schau mal, wo es hier hingeht. Oh, das sieht gut aus. Speichern. Ach, sie war einer cool. Ah! Ja, leg dich hin. Ist schon spät. Leg dich schlafen, mein Kleiner. So. Na sowas, da sind wir auch schon. Bis hierhin habe ich also beim letzten Mal gespielt. Das ist gut zu wissen. Ach. Sieh mal an. Ja, ich erinnere mich, genau. Da habe ich noch beim letzten Mal festgestellt, das würde mir doch ein bisschen gegen die Berufsehre gehen, wenn ich hier vom Militär bin. Wie viele gibt's denn hier von denen? Ach, jetzt ist aber mal gut, hä? Ich bin auch noch so blöd und gehe genau rein in die Biester.
Na, komm, hüpf. Hüpf doch mal. Kleines Drecksi. Headcrabs. Ja, genau. Es wurde mir ein bisschen gegen die Berufsehre gehen, habe ich beim letzten Mal schon festgestellt, das weiß ich noch. Wenn ich als Militärtyp an Headcrabs sterben würde. Ich meine, gut, mir geht's jetzt auch nicht mehr so toll, muss man mal sagen. Habe ich eigentlich gerade gespeichert? Auf den Schienen? Ich nehme mal kurz. Mir geht's so schlecht gerade. Ich mach mal nochmal neu, ne? Hat er auf mich geschossen? Die kleine Drecksau. Okay, dann laden wir nochmal neu. Ich wollte ihm eigentlich helfen, damit er es nicht ganz so schwer hat, aber wenn es so ist. Dann soll er halt sterben. So, gehen wir mal auf Nummer sicher. Oh. Er lebt ja noch. Dann muss er heute wohl mal an mir sterben. Weiß er überhaupt, dass ich da bin? Offenbar wusste er es nicht.